Masters-Fans, herzlich willkommen bei diesem kleinen, kurzen Infovideo, einem kleinen BUMO-TV-Spezial. Wer meine Videos verfolgt hat, besonders das letzte, hat festgestellt, ich war auf der Toyplosion und ich hatte mein Zuschauergeschenk, ja, was ich von einem Zuschauer bekommen habe, habe ich verloren, verlegt, ja. Es ging um den genialen 80er-Jahre Orko Münstrig. Ja, der gewiefte Zuschauer hatte ihn mir besorgt, denn er hat mal in einem Video gehört, dass ich diesen Münstrig von Orko nicht komplett habe. Und ich habe alles hier abgesucht. Ja, ich habe das Geschenk hier gar nicht gefunden. So, das hatte ich euch ja im letzten Video mitgeteilt und plötzlich bekomme ich eine WhatsApp, das war glaube ich 2, 3 Tage später, und sag mal, guck dir mal das Video an vom Michel, der Baum der sterbenden Zeit. Denn er hatte dort seine Errungenschaften von der Toyplosion gezeigt und ihm fiel plötzlich auf in einer Tasche, hey, das habe ich doch gar nicht gekauft. Was macht denn dieser Orko Münstrig hier drin? Ja, so überliefert, so hat er es gesagt circa. Und ja, ich wurde angeschrieben, es war nämlich mein Münstrig. Denn Michel, der Baum der sterbenden Zeit, ja, damit schöne Grüße zu dir hin, hatte seine Taschen, ja, die identischen Taschen von der Toyplosion, ja, mit seinen Exclusives bei uns am Stand unter dem Tisch getan, ja. Und da waren auch meine Taschen und ich hatte es wohl verwechselt und hatte da den Münstrig reingetan. Und Michel, da habe ich Kontakt natürlich aufgenommen und Michel hat mir natürlich umgehend den Münstrig zukommen lassen. Ich hoffe mal samt Brief, dann kann ich euch nämlich den Brief auch nochmal vorlesen. So, sehr schön gesichert. Ist er da drin? Wo ist der Münstrig? Wo ist der Münstrig? Michel, wo ist der Münstrig? Ich glaube, der Münstrig ist hier. Ja, hier ist der Münstrig, ist da. Er ist wieder da. Und mir fiel wirklich, hier ist auch Ludwig mal. Ja, Ludwig ist auch wieder in the house. Und mir fielen wirklich Tausende von Steinen vom Herzen. Heißt das so? Ist, heißt es jetzt so, der Spruch? Ich weiß nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und hier zeige ich euch nochmal den Münstrig, ja, den kompletten Münstrig. Und das finde ich so richtig, oh, der fällt mir schon, geht schon wieder los hier. Ja, der Münstrig von Orko. Ja, als Kind hatte ich ihn natürlich komplett. Und er hat natürlich auch die Aufkleber mit reingetan. Ja, die müssen natürlich hier beklebt werden. Und ich bin wirklich jetzt froh, das werde ich natürlich später machen, wenn ich die Münzen hier beklebe, dann können wir natürlich auch irgendwann mal in einem Video den besagten Orko-Münstrig auch machen. Nochmal vielen Dank, Michel, dem ehrlichen Finder, ja, und natürlich auch an Martin, der das gesichtet hatte bei Michel auf dem Kanal. Jetzt bin ich natürlich wieder froh, dass ich ihn habe, ja, und nochmal vielen Dank für den edlen Spender. Und er hat mir nämlich auch noch nicht nur das gegeben, sondern auch den Original. Hier, den Originalzettel, ja, Beipackzettel, wie dieser Trick funktioniert. Und natürlich, was natürlich noch schöner ist, der Brief, der dazu gehört. Hallo, lieber Marc. Damit erfahren wir gleich auch, wer mir das Geschenk gemacht hat. Es tut mir leid, ich habe die Namen nicht mehr alle im Kopf, weil der Tag war ja wirklich exklusiv bei der Toyplosion. Ja, es war so viele Sinneseindrücke für mich. Ich habe die Namen schlichtweg nicht behalten könntet. Bitte, ich bitte das euch mal nachzusehen. Und das Video habe ich jetzt so spontan gemacht, ich habe noch nicht mal eine Uhr angezogen, ja? Egal. Hier schreibt er, der liebe Mann, der Jens. Nochmal vielen Dank, Jens, lese ich gerade. Jens hat mir das geschenkt, ja? Hallo, lieber Marc, ich wollte dir auf diesem Wege einfach mal ein großes Dankeschön sagen. Schon lange bin ich ein großer Fan deines YouTube-Kanals und finde es wirklich super, mit welcher Leidenschaft und Hingabe du und Sammler und Retro-Fans immer wieder mit deinen tollen Beiträgen aufs Neue begeisterst und unser aller Hobby-Moto mit Leben füllst. Ich habe natürlich die Frage gestellt, kann man dem guten Marc überhaupt noch irgendetwas eine Freude bereiten? Natürlich, da gibt es noch einiges, ja. Und da fiel mir dein Video vom 25.01.2023 ein, warum ich Orko mag. Ja, da hatte ich ein Video gemacht, warum ich den Orko so gerne mag und habe die verschiedenen Orkos euch gezeigt, die ich hier habe. Und was wäre Orko ohne seine Zauberei? Ja, richtig, nichts wäre er denn. Ich hoffe, dass du dir den Münstrig in der Zwischenzeit noch nicht besorgt hast und ich dir damit eine kleine Freude bereiten kann. Herzliche Grüße und bleib einfach so, wie du bist, der Jens. Nochmal vielen, vielen Dank, Jens. Und es tut mir leid, dass der
Münstrick, ja. Von Castrop-Rauxel nach Leverkusen, ja, da wohnt nämlich der Michel, und dann doch nach Düsseldorf gefunden hat. Ja, nochmal vielen, vielen Dank, Jens. Es ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. So war das Sprichwort. Jetzt fällt es mir natürlich auch ein. So, dann habe ich noch was auf der Toyplosion bekommen. Das ist mir dann auch noch eingefallen. Es war wirklich so viel, was ihr mir da geschenkt habt. Ja, mir fällt jetzt auch leider nicht ein mehr, wer das war, aber es war auch ein ganz netter, er darf auch gerne unten rein kommentieren. Er hat mir ein Poster geschenkt, und zwar nicht nur irgendein Poster, sondern eine Karte von Eternia. Ja, wo was liegt, ja, so eine Landkarte. Die hatte ich damals auch gesehen bei, ich glaube, es war bei Martin Kais. Ja, der YouTube-Kanal Martin Kais hatte das damals gezeigt. Ich fand es cool. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Video erwähnt habe. Und derjenige hat mir dieses jetzt geschenkt. Nochmal vielen Dank. Du darfst, poste mal unten rein, wer das war. Mach dich mal erkenntlich. Mach dich kenntlich, ja. Und dann möchte ich mich nochmal persönlich bei dir bedanken für dieses geile Poster, ja. Da gibt es wirklich viel zu sehen. Die Wüste der Zeit, Eternis, die Mystic Mountains, die Ebenen der Ewigkeit, der ferne Osten, Burg Drachenstein, das Todestor, alles hier nach Eternia, auch Evian ist hier drauf gezeichnet. Also wenn ich mal nach Eternia komme, weiß ich ganz genau, wo was ist. Nochmal vielen, vielen Dank. Das hat mich so geplättet. Ich fand das so toll, dass ihr mir das alles mitgebracht habt. Ja, und nur für mich. Und das macht mich sprachlos vor Glück. Dankeschön nochmal an euch. So, und bevor ich das kleine kurze Infovideo hier beende, möchte ich euch noch was zeigen, was ich heute bekommen habe. Und das habe ich mir natürlich geholt. Es kam jetzt ein bisschen später an, ist aber auch egal. Das werden wir demnächst zusammen aufbauen, auspacken. Und zwar hier, Mattel Creations hat geliefert. Endlich habe ich das Motherboard. Ja, ist ein ganz großes Paket, eine ganz große Figur. Werden wir uns demnächst zeitnah hier auf meinem Kanal anschauen, ja, bei Giganten Phantom. Oh, guck mal, wie groß, ne? Das Motherboard. So, mehr möchte ich eigentlich für heute nicht sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Nochmal vielen Dank an die Leute, die mir was auf der Toyplosion gegeben haben. Es war doch nicht nötig. Und zum Schluss möchte ich euch noch sagen, dass ich am Samstag auf der Grayskull-Con in Lennestadt bin. Ja, wir haben uns dazu durchgerungen, ja, zeittechnisch. Und wir geben ja zu, wir sind ein bisschen angefixt gewesen nach der Toyplosion, dass wir sowas nochmal mitmachen wollen. Jetzt vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer. Und zwar auf der Grayskull-Con in Lennestadt. Ihr dürft gerne mal unten rein kommentieren, ob ihr auch da seid. Da kommen wir auch nochmal hin. Vielleicht bringe ich noch ein paar Autogramme mit, ein paar Aufkleber. Ich bringe auf alle Fälle auch die Kamera mit. Mikrofon, und dann werden wir uns mal umschauen und machen dann wieder ein schönes Bumo TV Spezial. Damit soll es dann gewesen sein. Ludwig und ich wünschen euch noch einen schönen Tag, und dann sehen wir uns wieder bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Tschüss!